Oh mein Gott, Leute, ich starte das Spiel und das Erste, was ich sehe, ist... Und jetzt halte dich fest, okay? Das wirst du nicht glauben. Das Erste, was ich sehe, ist das hier. Was ist das? Was geht, Leute? Mein Name ist Lenny. Tschüss, willkommen zurück bei Roblox. Leute, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber ich bin wortwörtlich ein Zahnstocher. Und das ist der Weightlifting Simulator 3. Ich weiß gar nicht, ob ich die anderen gespielt habe, aber ich glaube, ich habe schon ähnliche Spiele gespielt, die so ähnlich waren. Auf jeden Fall nur, dass ich nicht so cool dünn war. Ich meine, wir fangen an als Spargel. Und ich meine, wenn ich solche Spargel in Fitnessstudio sehe, dann würde ich sie niemals auslachen, weil wenigstens sind das Leute, die machen etwas. Oder zum Beispiel, wenn jemand extrem dick ist und er ist im Fitnessstudio, kein Grund, um solche Leute irgendwie auszulachen oder so. Deswegen, egal ob zu dünn oder zu dick, sie gehen ja ins Fitnessstudio, um was dagegen zu unternehmen. Deswegen, auch wenn ich hier gerade super, super dünn bin und der wirklich mein Kopf wirklich größer ist als alles andere an meinem Körper, bitte hör auf mich zu mobben und tu nicht so, als nur weil du schöner aussiehst als ich, heißt es nicht, dass du mich ärgern kannst. Okay, Leute, wie auch immer, für mehr Roblox, lasst es aber noch oben da und dann werdet ihr vielleicht so aussehen wie der da. A Brawl Starting. Okay, wir haben eine Schlägerei, Leute. Ich mit meinen super heftigen Armen gegen andere Typen, die wortwörtlich nichts gegen mich tun können, okay? Okay, ich hab ein bisschen Schiss, ich geb's zu. Wow, schaut euch mal die Frau dort an. Damn, die ist absolut gigantisch. Das ist nicht mehr normal. Alter, macht die gerade Liegestütze. Okay, ich trainiere jetzt auch, Leute. Ich hab langsam... Okay, können wir bitte... Nein, nein, einen Moment. Ich gehe kurz weg, okay? Du bist wirklich stark. Du bist sehr stark. Oh mein Gott, ich hab ein bisschen Schiss. Also, anscheinend wurde sie da ausgewählt. Wir haben aber gerade 3 Kraft dazu bekommen, was wirklich unglaublich ist, Leute. Also, da werde ich mich wohl eher weniger beschweren, würde ich sagen. Und übrigens, das soll ich mal erwähnen, ein neues Video auf meinem neuen Kanal ist online. Das Spiel werdet ihr lieben. Und zwar ist dort Sniper Shooter 3. Oder 2. Das war 2. Das war 2. 2 habe ich gespielt, wo wir Sniper sind und wir müssen die Verbrecher eliminieren mit verschiedenen Missionen. Also, diese Spiele liebt ihr theoretisch. Ich habe mich entschieden, das da zu machen, weil ich es sehr, sehr geschnitten habe. Also, es hat mega viel Spaß gemacht, das Spiel. Und vor allem, Black Ops 3 kommt ja raus und ich werde auf dem Kanal auch Black Ops 3 bringen, aber das werde ich ja auch auf diesem Kanal. Aber wer drauf gehypt ist, ist da ebenfalls richtig. Also, das wird eine Menge Spaß auf jeden Fall. Also, ja, Link in der Beschreibung zu dem Video und zu dem neuen Kanal. Solltet ihr auschecken auf jeden Fall und die Videos, die ich heute hochgeladen habe. Aber, Leute, wir sind immer noch nicht fertig anscheinend. Aber was ist hier genau los? Wir haben Diamanten jetzt bekommen und wir können auch den hier machen auf jeden Fall. Keine Ahnung, was mir das bringen soll. Ich mache irgendeine Art Karate. Also, ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue in meinem Leben, aber sieht verdammt, verdammt merkwürdig aus. Und wir können ganz normal trainieren. Leider steigen meine Arme nicht. Wisst ihr was? Ich habe die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll. Wir können rebirthen. Ab wann? Ab 100.000, nee, ab 10.000 ist es, ne? Ab 10.000 Strength, okay. Wir haben momentan nur 30.000. Wieso ist die so gruselig? Wieso bist du gruselig? Oh mein Gott, du hast keinen Kopf. Dein Kopf passt nicht mal mehr in deinen Körper. Ist das denn ernst? Willst du mich schlagen? Okay, schlag mich kaputt, ist okay. Du kannst mich gerne eliminieren. Mach ruhig. Du kann, sie kann mich nicht erwischen, weil ich zu klein bin, Leute. Sie versucht mich zu erwischen, aber es geht nicht. Ich bin zu klein. Oh mein Gott. Okay, keine Ahnung, was passiert ist. Ich bin Dritter aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, wie so einer wie ich Dritter wird. Aber ich meine anscheinend... War ich so ein Spargel, dass man mich nicht mal gesehen hat, Leute. Nun, wir können natürlich auch hier drauf gehen. Und hier können wir laufen, wenn ihr wollt. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir laufen einfach. Ja, wir laufen einfach wortwörtlich. Ich kann mich hier hinstellen und dann laufen wir. Keine Ahnung, was genau passieren wird. Wir können aber auch in den Laden gehen und gucken, was hier passiert. Zweimal mehr Stärke. Zweimal mehr Geschwindigkeit. Na, dann würde ich sagen, gib's mir, okay? Gib's mir das mehr. So, wie soll ich alles holen? Ich hole einfach mal alles, Leute. Einmalig holen wir uns alles. Ich meine, was soll schief gehen, okay? Was soll schief gehen? Alles easy peasy. Ich bin der Beste der Welt. Nicht wirklich, aber okay, best deal. Nehmen wir das hier. Lass mal sehen, bekommen wir eine Art Schokolade oder so? Ich meine, was soll mir eine Schokolade bringen, Bro? Oh, wir bekommen mehr Geschwindigkeit dadurch. Okay, verstehe. Noch mehr Geschwindigkeit, das ist sehr schön. Dadurch bekommen wir mehr Kraft. Kann ich, können wir, ah, jetzt sehe ich langsam normaler aus, Baby. Okay, jetzt können wir den hier machen. Und normalerweise sollten wir jetzt in der Regel deutlich mehr Energie bekommen, was sehr schön ist, Leute. Ich meine, schaut euch mal an. Wir bekommen gerade so viel. Das ist absolut nicht mehr normal, Leute, was hier gerade passiert. Ich meine, mein Vorbild ist der da oben auf jeden Fall. Und wieso ist diese Frau deutlich größer und deutlich muskulöser als ich? Irgendwas macht gar keinen Sinn. Aber keine Sorge, mein Testosteron. Dadurch wirst du sehen, wie muskulös ich durch mein Testosteron werden kann, Lady. Anscheinend hat die aber auch ziemlich viel Testosteron, dass die Muskeln so schnell wachsen. Also, naja, wie auch immer, Leute. Ja, pump einfach, Bro. Du musst pumpen. Du musst stärker werden als jeder andere im Leben eines absoluten Menschen. Die Frage ist allerdings, was bringt mir das? Was bringen mir diese Gems? Warte mal, kann ich hier irgendwo drauf? Ah, wir haben noch andere Geräte hier. Das ist sehr interessant zu wissen. Lass mal hier hingehen, Leute. Versuchen, mehr Geräte zu bekommen. Okay, jetzt pumpen wir. Das ist mega episch, Leute. Ich pumpe bis zum geht nicht mehr, Mann. Schau dich mal an, wir bekommen 20 Stärke dazu. Der Wahnsinn. Los, pumpe mehr, Bro. Oh, damn. Du machst ein bisschen mehr als ich. Ist okay, ich kann damit leben. Es geht nicht um mein Ego, dass eine Frau das Zehnfache von mir macht.
Das geht auf jeden Fall nicht auf mein Ego, okay? Das ist richtig, nein. Ich werde mal nicht beitreten, Leute, weil ich bin gerade beschäftigt mit meinen absoluten genialen Muskeln, Leute. So beschäftigt war ich in meinem Leben noch nie, okay? Ich trainiere gerade so hart von meinem Leben, damit ich quasi jedem beweisen kann, dass ich etwas wert bin. Aber das wird ziemlich, das ist ziemlich hart gesagt, Leute. Okay, wir haben mal. Lass uns mal hier, wie heißt es nochmal? Oh, was? Was brauchen wir dafür? 1000, okay, 1000. Hey, immerhin habe ich ein bisschen Größe bekommen, oder? Also, das ist schon sehr nice, kann ich das hier machen? 1000, Alter, ist so ernst, 1000? Wie kann ich denn mehr bekommen, Mann? Das dauert mir halt deutlich zu lange, Mann. Das dauert mir deutlich zu lange. Ich werde aber weiter pumpen. Irgendwann werde ich so groß wie ihr sein. Was habt ihr überhaupt für Statistiken? Und was soll ich überhaupt mit diesen Diamanten hier anfangen? Lass mal sehen, ob wir noch was machen können, Leute, hier. Ich dachte, wir können aufs Laufband gehen. Aber dadurch verliere ich hier nur Kalorien und werde dann wahrscheinlich noch dünner, als ich jetzt schon bin. Und ich kann natürlich hier viel trainieren, auf jeden Fall. Das steht fest. Lass mal sehen, was hier passiert. Kann ich hier laufen? Sehr schön. Also hier ist die Geschwindigkeit, die ich momentan laufe. 16,7 ist schon eine Menge, falls es km/h sind. Das weiß ich aber natürlich nicht so ganz. Also ja, das ist schon sehr nice auf jeden Fall. Dann laufe, Bro. Ich meine, wir bekommen mehr Geschwindigkeit dazu. Das ist schon mal sehr schön. Bringt mir allerdings in dem Moment gerade eher weniger was, weil ich... Wieso mache ich das mit meinem Rücken los, Leute? Irgendwas stimmt mit meinem Rücken nicht. Ich will einfach nur gerne mehr davon bekommen, genau. 290. Ich meine, ich kann anscheinend unendlich davon machen, was echt erstaunlich ist, weil ich meine... Wow, wer zum Teufel ist in der Lage, so viel Gewicht zu nehmen und das ohne Pause? Ich nicht. Und der Erste sieht so ähnlich aus wie ich. Natürlich nicht so cool wie ich, aber so ähnlich wie ich auf jeden Fall. Aber na gut, Leute, ich meine 316, keine Ahnung, was können wir denn überhaupt noch machen? Skins können wir machen? Skins? Okay, können wir welche holen? Crates? Damn. Ah, davon können wir teilen. Ja, lass mal sehen, Leute. Dafür können wir Gems ausgeben. Skip. Orange Slime. Okay, was genau bringt mir das jetzt, wenn ich Skins habe? Ich habe wortwörtlich keine Ahnung, was mir das überhaupt bringen soll, ehrlich gesagt. Aber es ist schon equipped. Ah, habe ich jetzt irgendwie mehr, was ich haben kann? 1000 brauchen wir dafür, okay. Lass mal sehen, wird es... Oh, jetzt sehe ich dich, Bro. Jetzt verstehe ich dich, okay. Ich sehe dich. Ich verstehe auf jeden Fall, was hier vor sich geht, Leute. Ich verstehe auf jeden Fall, was hier vor sich geht. Lass mal kurz im Laden kurz nachgucken. Das haben wir alles bekommen, Leute. Boost. Ja, ist halt ganz in Ordnung, ne? Aber... Proteinbar können wir nehmen. Lass mal sehen, wie viel uns die Proteinbar geben wird, Leute. Proteine sind halt sehr wichtig, damit wir die Muskeln... Ja, damit die Muskeln sich regenerieren können, okay? Oh mein Gott, okay, das ging schon echt um einiges hoch, Leute. Wisst ihr was? Ich werde mir ein paar davon holen, würde ich sogar sagen. Weil das ist schon ziemlich episch auf jeden Fall. Also kann man nicht anders sagen, ich hole mir gleich ein paar davon. Ich meine, natürlich kosten sie nur 15 Robux. Aber wenn wir... Was? Ah, so jetzt kaufen. Ich dachte, ich habe kein Geld mehr. Das wäre mega merkwürdig gewesen. Aber wenn wir natürlich 200 davon holen, dann sind es nicht nur 15 Robux, sondern es sind 15 mal 200. Kannst du dir selber ausrechnen. Das wären fast unsere gesamten Robux oder vielleicht sogar mehr. Aber ich werde jetzt mal alles nehmen, weil die anderen denken, sie wären besser als ich. Wer ist besser als ich? Niemand ist besser als ich, okay? Ich bin der Beste im Fitnessstudio der Welt. Ja, diese Leute, die im Fitnessstudio sind und die ganze Zeit den hier machen, so, sie haben harte Gewichte und dann wirklich, die fühlen das richtig. Die müssen dann erstmal richtig stöhnen beim Gewichte heben. Und irgendwie zeigt das wirklich eine Menge Leidenschaft. Also ich habe wirklich, das ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Allerdings muss ich sagen, dass ich persönlich es nicht mache. Also ich bin immer ganz ruhig und es ist trotzdem anstrengend. Also, aber natürlich, wenn man zeigen will, wie leidenschaftlich man bei der Sache ist, Leute, keine Frage. Aber das hier ist gerade natürlich extrem unnormal, was hier gerade geschieht. Ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Ich hebe die ganzen Gewichte, Bro. Easy peasy game, easy peasy life. Und ja, na, oh, ich habe auf Nein gedrückt, ne? Ich sage ja und drücke auf Nein. Wo ist das denn bitte? Aber, ja, beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall mitmachen, Leute. Na gut, wir müssen das mal trainieren. Viel trainieren. Was kann ich hier machen? Ah, Liegestütze. Was genau bringt mir das Liegestütze? Gibt mir das, mehr Kraft. Habe ich das gerade jetzt erst bekommen? Weil davor hatte ich das gar nicht, ne? Und dann kann ich das auch noch machen. Dadurch schlage ich oder so. Das ist sehr interessant, Leute. Das ist sehr interessant. Leider sind viele noch größer als ich, was echt sehr schade ist. Und dann können wir den hier machen auf jeden Fall. Ah, okay. 14. Okay, nice. Sorry, Buddy. Ich bin gerade beschäftigt, okay? Du siehst gerade, wie hart das Gewicht ist, oder? Ja, ich bin jetzt ziemlich hart für mein Leben. Ich weiß, ich bin ziemlich erstaunlich. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich mit dir was zu tun haben kann. Spaß. Natürlich kann ich das. Du bist fast so muskulös wie ich, okay? Aber nur fast. Ich gehe mal lieber weg, okay? Sonst bekomme ich Komplexe, wenn ich neben dir stehe. Alter, du schlägst mich. Willst du eine Schlägerei, Alter? Willst du eine fette Schlägerei, Mann? Hier, nimm das. Okay, du hast mich kaputt geschlagen. Au. Okay. Ah, mein Kopf wabbelt. Was zum Teufel hast du da gemacht mit mir? War das nett? Das war nicht nett. Ich bin wieder auf dem Bein, Leute. Das war easy. Der Typ hat mir nicht mal wehgetan, Mann. Was für ein Lappen. Denkt wirklich, er kann sich mit jedem hier anlegen. Was bin ich denn für ihn eigentlich? Sehe ich irgendwie aus wie einer, den man einfach so schlagen kann? Man, schau dich mal diese Muskeln an, okay? Mein Kopf, der ist... mega klein, aber warte mal. Wie groß kann ich eigentlich werden? Das würde mich mal mega interessieren, Leute, weil ich meine, irgendwie
habe ich das Gefühl, wir können sogar so groß werden wie die Statue dort. Das wäre natürlich mega brutal, könnten wir das werden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zu 1000. Wisst ihr was? Ich gehe in den Laden und hole mir erstmal eine Proteinbar, würde ich sagen. Das ist richtig. So, wer braucht Geschwindigkeit eigentlich? Gibt es irgendwie jemanden, der Geschwindigkeit braucht? Also ich brauche keine Geschwindigkeit, aber irgendwie will er das nicht kaufen, Leute. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt haben wir es gekauft. Sehr schön. Ist das? Und wir haben 1000. Sehr schön. Jetzt können wir hier hingehen, Leute. Und das hier benutzen, was sehr schön ist. Und jetzt werden wir noch größer. 10? Warte mal, wieso bekomme ich so 10 davon? Alter, ich verstehe halt gar nichts mehr. 14. Okay, müssen wir das vielleicht nicht die ganze Zeit so spammen oder wie sieht's aus? 12? Oder ist es Zufall? Das könnte auch Zufall sein, Leute, natürlich. Ich kann euch eins sagen, Leute, bei der nächsten Schlägerei bin ich auf jeden Fall dabei, Mann. Wir müssen auf jeden Fall mehr Dings da bekommen. Ich habe mich gerade gewundert, wenn ich Tab drücke, verschwindet das. Wusste ich irgendwie nicht. Aber na gut, man lernt immer wieder dazu, Leute. Boah, der eine leuchtet wie ein Super Saiyajin. Mann, der denkt echt, der war was Besseres, oder? Nur weil er ein Super Saiyajin ist, Mann. Was für ein... Mann. Weißt du was, Buddy? Okay, weißt du was? Ich gehe hier daneben an, okay? Du bist halt noch ein bisschen größer als ich. Du bist halt schon so ein Monster, ne? Oder? Du bist halt schon so ein Gigant, ne? So nervt ein bisschen. Weißt du das eigentlich, dass du nervst? Ja, lass uns mal schlagen, Leute. Okay, Leute, let's go. Bestes Aussehen von der Schlägerei, Leute. Oh, da kommt ein Riese. Können wir nochmal über alles reden, Buddy? Okay, weißt du was? Ich schlag dich kaputt, Mann. Du willst Schläge? Hier, du kriegst Schläge, Buddy. Du willst... Oh, jetzt läuft er weg, Leute. Er läuft weg. Hier, du kriegst Schläge. Nimm das. Mach ich überhaupt Schaden, Bro? Weh, ich mach dir keinen Schaden, dann bin ich super sauer. Ich muss dir Schaden machen. Ich muss dir Schaden machen, Bro. Komm her. Ich muss dir Schaden machen, Bro. Ich muss dir Schaden machen. Nimm das. Ich habe keine Ahnung, ob er gerade Schaden erlangt oder nicht. Ich weiß nicht wirklich, Leute, aber theoretisch nach meiner Erfahrung sollte er auf jeden Fall gleich zum Boden gehen. Und kannst du mal bitte verrecken, Bro? Er will nicht verrecken, ne? Doch, er verliert dein Leben, aber er hat echt viel Leben, oder? Damn, er merkt nicht mal was. Ihn juckt sich mal. Alter, dich juckt sich mal. Ist das der verdammte Ernst, dass dich das gar nicht interessiert, was ich gerade mit dir mache? Ich verprügel dich gerade bis zum Gehtnichtmehr und dich interessiert nicht. Du hebst einfach weiterhin. Nee, den interessiert nicht. Ihn interessiert nicht, Leute. Okay. Erinnert sich jetzt nicht? Weißt du was, dann denke ich auch. 20! Oh mein Gott, wie bekomme ich denn hier? Warte mal, wie bekomme man bei dir dann? Das würde mich mal interessieren. Mann, ich will auch stärker werden. Die nerven mich voll, dass die alle größer und stärker sind als ich. Wie kann ich auch größer werden? Oh, wir sind wieder in der Schlägerei, Leute. Okay, ich bin auf jeden Fall dabei. Wie ich gehe auf den Kleinen, das ist besser. Das ist sehr schlau. Hey, Buddy. Denkst du jetzt mal ehrlich, du hast eine Chance gegen den König? Jetzt mal ehrlich unter uns. Du hast kaum Schaden. Oh, nicht die Frau. Hey, ich will natürlich nur nicht gegen dich kämpfen, weil ich keine Frauen schlagen würde. Keine Sorge. Wow. Okay, sehr gut, das können wir gewinnen, Leute. Weil die alle haben sich auf sich selber fokussiert und nicht auf mich. Hier, wir verprügeln die Frau. Ja, jetzt verprüge ich doch Frauen, aber nur, weil du schwach warst, okay? Sonst hätte ich keine Lust drauf. Und, Leute, wir sind gut. Ich bin der Gewinner und bekomme dadurch ein paar geile Sachen dazu. Aber wieso steht da jetzt das Batuhan? Erster Platz ist, obwohl wortwörtlich ich gerade erster Platz war. Was ist dein verdammtes Problem? Alter. Also, wow, okay. Ich habe gerade gesehen, wie hoch dein Gewicht war. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Keine Frage. Alter, was ist bei dir schief, ey? Wieso siehst du so verdammt komisch aus? Irgendwas stimmt mit dir ganz und gar nicht. Das kann ich dir sagen. So, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt noch gesund ist. Das ist das große Problem. Okay, der will Schläge. Hey, alter Mann, willst du Schläge, Mann? Hä, willst du Schläge? Denkst du, ich habe das... Okay, du hast mich verprügelt, alles klar. Warte mal, da ist irgendwas. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich will kurz gerne sehen, was es dort gibt, aber würde gerne erstmal mit diesem merkwürdigen Engel, der einfach so hier steht, sprechen. Hey, Buddy. Hallo. What's the Sky Gym? Kannst du bitte aufhören? Du nervst. Heavyweights? Okay, lass mal sehen. Ich gehe einfach da rein, Leute. Kann ich da rein? Der Typ nervt. Du nervst. Ich habe gerade mit dem Engel geredet. Hast du es nicht gesehen, Bro? Leute, so ist es in Fitnessstudios nicht. Es ist nicht so, dass sich jeder auf einmal schlägt und jeder kaputt haut. Und keine Ahnung, was. Schaut euch mal an, Leute. Ich kann gar nicht mehr gehen, weil mich jeder ist aggressiv auf mich, jeder ist sauer auf mich. Keine Ahnung, ob ich irgendwie komisch gucke oder ob ich komisch aussehe oder ob sie mein Pokémon-Pullover nicht mögen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber was soll das? So, Heavyweights, Treadmills, they give you. Okay, also da kriege ich mehr Energie. Okay. Gibt's noch was, was ich wissen muss? Wie kann ich da hinkommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen kann, Leute. Ein Rebirth brauche ich dafür. Ah, wie brauche ich 10.000 Stärke für ein Rebirth? Und dann komme ich da rein. Leute, ich werde aber die Folge erstmal hier stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was machen konnte, aber warte mal. Was ist da hinten? Ist das euer Ernst? Nein, da will ich nicht hin. Da ist noch was, Leute. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Stand und alles. Holy moly, ich kann nicht sprinten. Ich bin wirklich verdammt langsam, Leute. Keine Ahnung, was hier los ist, aber ich müsste natürlich meine Geschwindigkeit echt verbessern, Leute. Bei weiter. Alter, wie sieht das bitte aus? Wie sieht vorne rennt, das ist ja, die ist gestört. Die hat einfach voll den Schaden. 2000 brauche ich, okay. Da komme ich so nicht hin, Leute. Aber anscheinend gibt es hier mehrere Stellen, wo man hin kann. Wenn ihr noch eine Folge dazu sehen wollt, lasst mal einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht, das neue Video und meinen neuen Kanal in der Beschreibung auszuchecken, Leute. Ich verlinke es euch, damit ihr ja zum neuen Kanal gehen könnt. Da lade ich momentan bis jetzt täglich Videos hoch, was ziemlich krass ist, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekomme. Also ja, für mehr Videos lasst mal rum. Da vergesst nicht unten kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen
nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal einer meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!